Das ist die Zukunft. Mit Hilfe von Chips steuern Flaschen die Produktion. Sie bestimmen, welche Flüssigseife Sie bekommen und welchen Verschluss. Das ist die Produktion von morgen, heute getestet in Kaiserslautern am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Die nächste Flasche wollte gelbe Seife und einen schwarzen Verschluss. Alles zum Wohl des Kunden. Der Kunde möchte eigentlich in immer kürzerer Zeit immer mehr Varianten von Produkten kaufen. Das heißt, die Produktlebensdauer wird sehr stark zurückgedrückt, wird kleiner. Und darauf muss die Industrie letztendlich reagieren. Und das kann sie nur machen, indem sie Systeme aufbaut, die wesentlich flexibler sind, als sie das in der Vergangenheit waren. In München am Fortis-Institut geht August Wilhelm Scheer einen Schritt weiter. Er erforscht anhand einer Mini-Produktion, wie einzelne Teile einer Anlage miteinander kommunizieren. Maschine tauscht sich mit Maschine aus, ermöglicht durch neuartige Software. Software, die eine völlig neue Welt Industrie 4.0 erschafft. Alles wird miteinander verknüpft. Maschinen sprechen mit Maschinen, Maschinen sprechen mit Produkten, Produkte sprechen mit anderen Produkten, Lieferanten sprechen mit Zulieferern. Alles ist untereinander verbunden über das Internet. Hello, how are you? Hello, nice to see you. May I have a bottle of water? Here is your drink. Am Forschungsinstitut wollen sie auch Roboter benutzerfreundlicher machen. Denn in Zukunft werden Mensch und Maschine in bestimmten Branchen noch enger zusammenarbeiten. Einfache Kommunikation ist dabei unerlässlich. Oh, thank you. Perfect. Im Dienstleistungsgewerbe, und da sind wir ja mit der Logistik schon ziemlich nah dran, auch bei Industrie 4.0, können wir uns natürlich auch vorstellen, dass dort auch menschliche Tätigkeiten dann mit den Robotertätigkeiten beim Beladen von bestimmten Fahrzeugen zum Beispiel enger verbunden werden. In Kaiserslautern wird ebenfalls die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine erforscht. Einfache Tätigkeiten wird es auch in Zukunft geben. Dabei macht die Software vor, was zu erledigen ist. Wo mit empfindlichen Teilen hantiert wird und Fingerspitzengefühl gefragt ist, werden Menschen weiterhin benötigt. Wir gehen davon aus, dass bestimmte Produkte nicht mehr in der Massenproduktion hergestellt werden, sondern es immer häufiger aufgrund von steigender Produktvielfalt auch kleinere und mittlere Serien gibt. Und das können wir mit der Automatisierung eben nicht adressieren, sondern brauchen da den Menschen, der diese Aufgaben manuell ausführen muss. In der Massenproduktion werden in Zukunft hochspezialisierte Leute benötigt. Ohne gute Softwarekenntnisse kommt hier keiner mehr aus. Ganz neue Berufe werden entstehen. Die Fabrik völlig ohne Menschen wird es nicht geben. Es bleibt ja noch genug Arbeit über, höherwertige Arbeit über, die von Menschen gemacht werden muss. Die Computer laufen ja auch nicht ganz von alleine und Maschinen laufen auch nicht ganz von alleine. Sie müssen beplant werden, sie müssen entwickelt werden. Der Trend wird dahin gehen, dass wir mehr in Dienstleistungen hineingehen, in der Industrie und auch in höherwertige Tätigkeiten. Also Entwicklung, Forschung wird im Vordergrund stehen. In der Welt von Industrie 4.0 bekommt der Kunde sein Produkt in jeder gewünschten Ausführung. Selbst kleinste Mengen, effizient gefertigt durch intelligente Produktion. So wird Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten wettbewerbsfähig bleiben.